Hallo meine Freunde und somit herzlich willkommen zurück mit einer weiteren Folge Remothered. Ja, ihr wisst ja, wir sind ja hier unten stehen geblieben, Kronleuchter runtergefallen, Kabel aufgehoben und der nackte Mann ist hier unten, selbstverständlich. Ohne ihn wäre es ja langweilig, ne? So, ich glaube, ich müsste hier durch. Tür öffnen, los, go. Warte, wo befindet er sich? Ich glaube, der ist hier bei mir. Okay, nee, passt doch. Oh, fuck. Ich dachte, der kommt jetzt auf uns zu. So. Wir lassen jeden einzelnen Schrank offen, damit wir wissen, ob wir schon dran waren oder nicht. Es hilft mir. Dermaßen. Okay, die Tür ist mit ein. Oh, wir können hier speichern. Nice, Freunde. Das machen wir auch gleich. Denk nach, Frau. Sehr schön. Gespeichert haben wir. Nice. Ach, zum Glück endlich mal wieder einen neuen Speicherpunkt gefunden. Hier ist nichts. So, können wir hier rein? Ja, genau. Rüttel gegen. So, mal gucken. Das heißt, wir müssen vielleicht zum... Warte mal, an der Leiter. Leute, wollen wir es gleich riskieren? Wollen wir runterrennen? Wollen wir runterrennen, um es herauszufinden? Was wir machen müssen. Also ich würde sagen, entweder Schaltkasten oder die Leiter. Unten. Das heißt, ich werde jetzt kurz mal ein bisschen Krach machen. Ich komme nicht durch. So, wie gesagt. Okay, hier, da klemmt es ja, ich weiß. Oh, das war ein bisschen laut, ne? So, das heißt, durch die Küche... Ich werde jetzt einfach mal so durchgehen. Kann ich das Ding anschalten? Nee. So, hier waren wir auch schon. Mal gucken. Ich will mal kurz das ausprobieren. Ob wir da wirklich erstmal alles aufgesammelt haben. Ja, hier an der Wand ist nichts. So, und wie gesagt, ne? Einen Knauf müssen wir finden. Aber irgendwie lässt sich hier gar nichts finden. Ihr kennt ja noch die Küche aus der Vorfolge. So, mal gucken, hier ist auch nichts, nichts. Gar nichts, gar nichts. Okay, ich weiß nicht, wofür das notwendig ist, aber wir machen es jetzt einfach mal. So, ich denke mal, der wird hier... Ich werde das jetzt anmachen. Ganz einfach. Die Frage ist, von wo kommt er jetzt? Die Kiste kann man... What the fuck? Achso, die ist verschlossen. Fuck. Ich muss zurück. Okay, er kommt. Aber das Ding ist noch an. Das gefällt mir nicht. Die Tür ist offen. Da ist der nackte Mann. Da ist der nackte Mann gerade gewesen. Eieiei. Der hört das nicht. Der ist da durchgekommen. Scheiße. Fuck, nicht gut. Ich bin gerade am überlegen, renne ich los? Komm, ich würde sagen, ich renne mal los. Warte mal, da unten ist schon der Kellerraum. So, aber ich renne mal jetzt. Scheiß drauf. Ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Zeit hier rumzukriegen. Ach so. Also doch. Unten. Na, okay. Hab ich.
anscheinend können wir über Teppich rennen. Zumindest kommt es mir so vor. Aber ich weiß es nicht. Es hört sich so an, als würde er die ganze Zeit die Türen abschließen. So, wie gesagt, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo das Kabel rankommt. Ja, rein da. Ich weiß gar nicht, warum du da so komisch durchguckst. So. So, mal gucken. Jetzt, das kann vielleicht... Komm, bitte, bitte, bitte. What? Control Panel, der Leiter braucht Strom. Ja, hier. Hier, Kabel ran. Fertig, Ende aus, basta. WTF? Control hier nicht funktionieren. Mal gucken, ob es hier geht. Okay, Freunde, hier geht es auch nicht. Das heißt, ich muss jetzt wieder mal herausfinden, wo das rangeht. Denn hier funktioniert es nicht. Der Control Panel, der Leiter braucht Strom. Genau. Und wo ist dieser beschissene Generator? Hier sollte doch irgendwo etwas sein. Aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal gucken und danach sehen wir weiter, ja? Bis gleich. So, meine Freunde, ich habe wieder alles durchgeguckt. Keine Ahnung, was ich hier vergessen habe. Mich kotzt das gerade extrem an. Irgendetwas habe ich hier vergessen. Irgendetwas. Was ist das denn da? Hä? Heb das auf. Oh, fuck. Okay. Oh, schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Junge, Junge, Junge. Ja, Alter, mach dich weg hier. Ja, komm, als hätte er das jetzt nicht gehört. Noisy little. Runter, 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 runter. Schnell, 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 schnell. Oh. Oh, Mann. Aber wir haben es geschafft. Would you like me to enjoy your stupid game? Junge, Junge. Aber schon wieder so viel Zeit verschwendet. Nur um eine scheiß Sache zu finden, ey. Das ist krass. So, und wie gesagt, das mit dem Stromkabel. Keine Ahnung, ich habe es überall versucht. Konnte es bisher nicht verwenden. Oh, Gott, oh Gott. Ja, I know. Ich werde die Tür jetzt nicht schließen. Wir sammeln die Scheiße jetzt hier ein. Ach so, warte, da war ja was. So, benutzen. Ach, Mann. Ja, genau. Ohne Schraubendreher und sowas. Ey, oh, genau. Ja, genau. Ah. Motten, weg, 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 weg. Ah. Hallo, mach ich doch gerade. Alter, wenn der kleine nackte Typ jetzt kommt, ne? Nimm das Ding weg, schnell. Ich hab einen Film aufgehoben. Und? Noch was? Nee. Hm. So. Ich glaube, das hier wird eine Abkürzung sein. Ja, und diese Scheiße hier... Scheiße, ich glaube, der kommt durch. Scheiße. Oder warte mal, muss ich vielleicht das Stromkabel am Dings da machen? An diesem Projektor? Ich glaube schon. Warte, ich glaube, jetzt hab ich's. Ja, nice. Das heißt, ich muss so schnell hinkommen. Hier drin ist er nicht. Das auch. Ja, genau. Warte mal, eine Etage runter oder hoch? Sehe ich gerade gar nicht. Wir sind nicht auf der Etage, wo seine komische Frau liegt. Das heißt, wir müssen eine hoch. Ah, klasse. Aber wenn ihr nie vorhabt, das Spiel zu spielen, dann schaut auf jeden Fall immer rein. Dann spielen wir es zusammen durch. Ja, wir müssen hoch.
Jetzt die Frage, wo ist er? Wenn er oben ist, muss ich gleich wieder laufen. Sie mit ihren Stöckelschuhen, ne? Es wäre einfach besser, wenn sie barfuß laufen würde. Würde man sie auch gar nicht hören. Aber naja. Ne, ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. So, zum Projekt. Ja, hier sind wir richtig. Bitte sei nicht hier, bitte sei nicht hier, bitte sei nicht hier. Ich höre ihn auch gerade gar nicht. Oder? Doch, er geht hier irgendwo. Ich kann es gerade nicht einordnen. Hauptsache jetzt nicht geradeaus, ne? Ach Gott. Nee, es sollte passen, es sollte passen. Komm bitte. Lass uns diesen verrückten Film angucken. Ich hoffe, da ist kein Sound mit dran. Alter, das gesamte Spiel, Alter. Ich schleiche wie der letzte Vollidiot rum. So, komm. Das kriegen wir hin. So, als erstes, ich denke mal das hier vielleicht. Nee, ernsthaft jetzt. Okay, den Film habe ich jetzt erstmal eingelegt. Wenn ich nur eine Batterie finden würde. Hey, ja, ich auch. Okay, jetzt habe ich den. Mal gucken, vielleicht unten bei der Uhr. Das könnte vielleicht gut hinhauen. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Bis gleich, Leute. So, meine Freunde. Also die Uhr ist es nicht mit dem Kabel. Das nervt mich doch. Was haben wir vergessen? Warte mal. Also das Einzige, was uns noch fehlt, ist dieser komische, Dingenskirchen, das wir für die, Badewanne brauchen. Und den Schlüssel da rausholen. Irgendwas habe ich übersehen. Also, die Flur... Ja, die Flure gucke ich definitiv nicht nochmal nach. Also, wir sollten eigentlich safe damit sein. Aber irgendwo habe ich... Habe ich doch was übersehen. Es nervt mich. Hier ist nichts. So, da ist nur ein Messer. Da ist nichts. Aber naja, also das ist das Einzige, was halt ein bisschen blöd ist. Ne? Die, also Items vielleicht, die man finden soll, hätte man ein bisschen besser anzeigen können. Aber naja, was soll man machen? Gucken vielleicht hier. Da ist nichts. So, hier im Regal ist auch nichts. Hier auch nichts. Nichts auch. Ach! Ach, sieh mal einer an. Ach, so schnell findet man die Dinger. Ach so. Ja. Danke. Danke für die Hilfe. Ein Pömpel. Warte mal. Das heißt, wir müssen jetzt... ich glaube, eine Etage höher, gell? Hä? Ach so. Ich wollte schon gerade sagen. WTF. So, wir müssen hoch. So, und wie gesagt, hier, nochmal hier zur Info. Ihr könnt ruhig rennen. Ihr könnt ruhig rennen, ne? Das ist nicht schlimm. Könnt ihr ruhig machen. Der Typ kriegt eh nichts mehr mit. Außer wenn er mich... Ach, guck mal, da hinten ist er. Seht ihr ihn? Das heißt, ich muss schnell hoch. Schnell hoch zu seiner Frau, Schlüssel holen, gucken, wofür der Schlüssel ist. Denn diese Tür müssen wir ja auch wiederfinden. Und so weiter und so fort. So, jetzt schnell wieder hoch. Dann hätten wir das auch wenigstens geschafft. Ich glaube, er kommt hinterher. Ja, scheiße, wa? Ja, er kommt hinterher. Ach, Mann. So, schnell rüberlaufen. Und dann geht's. Wette. Los, go. Renn. Ja, hättest du mal andere Schuhe angezogen, ne? Ich muss das immer wieder anspielen, das ist... Mann! Wenn sie auf so eine Mission ist, warum trägt sie denn sowas? Ich wäre einfach stumpf, wirklich mit, keine Ahnung, Strümpfe angehabt, durchgelaufen, gut ist. Aber solche Schuhe hier, niemals. Ja, komm rein da. Ist er jetzt hier? Nee. Boah.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Ne, wie gesagt, die Frau kann da ja leider nicht reingreifen. Ne, das ist ja selbstverständlich, ne? Also, hätten wir jetzt den Pömpel nicht, ne? Also hätte sie niemals den Schlüssel bekommen. Niemals. Ja. Da sind die... Oder was? Ist das eine Schere? Oder was war das? Och, ja. Hä? Und wieso... Ihr seid... Versuche das festgestellt aus dem Fluss... Ach, jetzt weiß ich, wofür die Kabellage ist. Ja, danke. Danke. Ja, Freunde, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jetzt wissen wir, wofür die Kabellage gut ist. Jetzt können wir die Dinger so formen, dass wir das Ding aus dem Gitter ziehen können. Ja, sehr schön. Check this out. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch runter. Ach ja, nicht wundern, Leute. Es kommt nicht nur der alte Sack hier vor. Nur schon mal so zur Info. Es kommen ja auch noch ganz andere Sachen vor. Die auf jeden Fall krass sind. Sagen wir es mal so. Ich bin auch bisher noch froh, dass er mich noch nicht töten konnte. Denn das ist recht brutal. Aber ich denke mal, falls wir nicht dazu kommen sollten oder so, werde ich wahrscheinlich die ganzen Tode mal einblenden für euch. Aber ich glaube, die Folge wird dann ab 18 sein. Ach komm, scheiß drauf. Ah, okay, scheiß doch nicht drauf. Oh, bitte komm jetzt nicht hoch, ey. Ich hab da echt keinen Nerv drauf. Hier, komm, du kannst meine Handtasche sehen. Du bist wahrscheinlich von Michael Kors, weißt du? Ach ja. So, gleich haben wir es geschafft. Geil. Ah, ich wusste, dass das Gitterteil da unten irgendwann nochmal hier im Spiel vorkommt, denn das war zu offensichtlich, dass da so ein Ding ist. Na los, komm, das haben wir jetzt geschafft. Nice. Komm, das letzte Stück auch noch rein. Ja, öffne die Tür. Los, Rainer. So. Bis jetzt blinkt das auch auf. Zack. Ja, so kommst du da nicht rein. Warte mal. Das Ding passt da gar nicht durch. Fällt mir jetzt das auf, glaube ich. Ach so. Oh ja, das ist auch so schwer. Ja. Ja, super. Jetzt sag mir... Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Ja, ich würde sagen... hier irgendwas? Ne, hier so ein Band dran und... Gippi, ne? Würde ich jetzt sagen. Oh! Ha! Ja, sehr schön. Oder halt ein Kabel, ne? Ja, Tal. Sag mal. Junge, Junge, Junge. Dass ich nicht Elektroniker geworden bin. Junge, Junge. Ey, wo hast du das denn auf einmal her? Jetzt muss ich das Ding aktivieren. Scheint auf dieser Etage nicht zu funktionieren. Ha! Ihr wollt mich doch gerade verarschen. Nicht auf dieser Etage. Das heißt, ich muss zur anderen Etage. Ah! I know! Ja, komm. Wir lecken jetzt den kleinen Typen ab. Hier, komm. Put, 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 put. Ich habe hier was Schönes für dich. Na komm, runter hier. Ich habe nicht ewig Zeit. Oh, holy shit. Du solltest das Radio ausschalten, du Vollidiot. Dr. Reed. Ich bin nicht Dr. Reed. Ich bin hier, keine Ahnung was. Ja, komm. Halt die Fresse. Halt die verdammte Fresse. Ich kann jetzt einfach weiter nach oben. Das ist Abkürzung. Oh. Ich bin's nicht. Oh, er läuft mir immer noch hinterher. Holy shit. So, pass auf jetzt. Und zack. Jetzt hat er uns verloren. So. Ja, das sag ich doch. So, warte mal. Wo war denn der Lift jetzt?
Eieieiei. Nein, 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 nein. Eieieiei, hätte sie sagen müssen. Hä, wo muss ich denn hin? Ich muss doch hier. Ach, war ja klar. I knew it too. Wo war denn der andere Lift jetzt nochmal? Also hier ist es nicht. Ich denke mal, bei der Frau war das, oder? So, kein Lift hier, kein Lift. Nee. So, Freunde, ich muss jetzt nur noch den anderen Lift finden und dann schalte ich wieder ein. Nur für euch. So, meine Freunde, wir gehen jetzt zum Speiselift. Ich habe mich vertan. Das ist nicht oben bei seiner Frau, sondern natürlich in der Küche. Ich habe mich da leider vertan. So, jetzt müssen wir das Ding nur noch finden. Also auf dieser Etage sollte es funktionieren. Zumindest stand es dort. Dass es nicht auf der einen Etage funktioniert. Das heißt, hier muss es ja funktionieren. Wo ist denn dieser fucking Sag mal. Wo? Ja, ja. Der muss er irgendwo... Der muss er in dem Esszimmer sein. Wir gehen jetzt einfach mal nachgucken. So, genau unter uns ist nämlich der Keller. Das heißt, es muss er hier irgendwo sein. Naja, komm, geh durch. Hier ist es nicht. Es kann nur noch da sein, würde ich jetzt sagen. Na komm. Nein, wo ist denn dieser Speiselift? Okay, letzte Möglichkeit, ganz oben. Oh, what the fuck, er hat mich. Er hat mich. Nein. Boah, ja, nimm dies, Alter, Junge. Alter, sag mal, what the fuck. Oh, heilige Scheiße, sind wir verletzt. What the fuck. Alter, ihre Fresse. Oha, das ist ja nicht mehr so. Wir sind übel zerstört. Und wie kann ich mich heilen? Alter. Oh fuck, jetzt aber schnell. Heilige Scheiße, ey. Da hat er uns diesmal erwischt. Er ist jetzt bei uns. Ach, scheiße. Und natürlich kein Speiseaufzug, ne? Wo ist dieses Scheißding gewesen? Aber jetzt habt ihr das mal gesehen, wenn er uns angreift. So, aber ich versuche jetzt immer noch herauszufinden, wo der Speiselift ist. Ich finde ihn einfach nicht mehr. So, bis gleich, Freunde. Wie gesagt, wir sind übel zerstört. Na, aber ich denke mal, wir sollten das noch überleben. Bis gleich. So, meine Freunde, da vorne ist der alte Knacker. Ich weiß, wo der letzte, wo das Ding ins Kirchen ist. Der Lift. Der Speiselift. Und zwar im Flur. Bin eben dran vorbeigelaufen, weil er mich ja natürlich getötet hat. Wie soll es auch anders sein? Ich hoffe, er kriegt davon nichts mit. Ah, ist okay. Also ich muss auch zugeben, er hat mich vorhin nochmal getötet. Aber auch nur, weil ich die ganze Zeit durchs Haus lief, um versucht habe, das Ding zu finden. Und es befindet sich... Ja, davon sind wir. Wir können auch speichern. Das ist das Gute. So, nur noch um die Ecke. Nur noch um die Ecke. Wir haben auch einen Hit abbekommen. Das sieht man, dass sie leicht, sag ich mal, demoliert ist. Ne? Die Hand so ein bisschen, das Gesicht, obwohl sie eigentlich nur einen Schlag hinten auf den Rücken abbekommen hat. Aber wie soll es doch anders sein? So, da hinten leuchten, glaube ich, zwei rote Lampen oder was auch immer das sein soll. Okay, jetzt wird es nicht angezeigt. Vorhin schon. Ach doch, da, sag ich doch. So, aber zuerst speichern wir, damit sie sich nochmal konzentrieren kann und danach jetzt. Alter, ich wollte gerade sagen, er ist bei uns. So, jetzt geht's rund, Leute. Wie gesagt,
Betätige das Ding. Ja. Oh, sehr schön. Sehr schön. Das sollte natürlich ausreichen. Ah, jetzt sieht vor. Wow! Okay, what the fuck? Den Stromgenerator. Ja, wo ist dieser? Oh, fuck. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, ab hier ist Schluss. Ich würde sagen, schaut auf jeden Fall das nächste Mal nochmal rein, wenn wir Remothered spielen. Strom ist leider ausgefallen und ich denke mal, unten am Schaltkasten müssen wir ran. Dann würde ich sagen, schaut definitiv das nächste Mal nochmal rein. Dann geht's spannend weiter. Naja, dann würde ich sagen, tschüssi Leute, bis später.